Es kommen weniger Flüchtlinge nach Sachsen und deshalb plant man so manches Wohnheim jetzt zu schließen. So auch in Neurehefeld bei Altenberg. Die hier verbliebenen 23 Asylbewerber sollen am kommenden Montag das Heim verlassen und in eine Einrichtung nach Zinnwald übersiedeln. Doch 17 von ihnen wollen nicht und streikten. Sie sitzen und warten, das sind sie gewohnt. Und sie wissen, irgendwann ist jemand da, der ihnen zuhört. Wir möchten eine große Stadt bleiben und sprechen mit deutschen Leuten oder arbeiten mit deutschen Leuten, das ist besser. Neurehefeld an der tschechischen Grenze hat nur eine Handvoll Einwohner. Einkaufen kann man hier nichts. Die Busverbindung nach Altenberg ist schlecht. Aber Zinnwald, das ist für die streikenden Afghanen keine Alternative, weil es auch abgelegen ist. Werner Orbans von der örtlichen Freiwilligen Flüchtlingshilfe kann das nicht verstehen. Dass sie etwas außerhalb sind, das ist kein so großes Problem. Sie können zu Fuß in den nächsten Supermarkt und sie können zu Fuß zum Deutschkurs kommen. Von hier, von Neurehefeld, kann man gar nichts machen ohne Bus. Doch die Afghanen wollen partout nicht nach Zinnwald. Sie wollen zur Ruhe kommen, Deutsch lernen und als freie Menschen leben, wie sie sagen. Aber das geht erst, wenn ihr Asylantrag positiv beschieden ist. Der Leiter des zuständigen Ausländeramtes erklärt es ihnen ruhig, zeigt Verständnis für den Unmut der jungen Männer. Ich denke, es ist schon die Unzufriedenheit, weil viele der Personen schon lange darauf warten, dass über ihren Asylantrag eine Entscheidung getroffen wird. Und ja, ich denke, wenn man eine Entscheidung hat, ganz egal in welche Richtung diese ausfällt, dann denke ich mal, kann man besser damit leben, als in dieser Ungewissheit zu sein. Richtig sauer sind die Ehrenamtler, die in ihrer Freizeit den Asylbewerbern helfen wollen, das quälende Warten erträglicher zu machen. Ich halte das Ganze hier für fremdgesteuert. Die Männer wissen nicht wirklich, wie sie sich schaden und dass sie hier solche Forderungen stellen, die vollkommen unberechtigt sind. Das macht mich traurig. Am Ende hatten die Afghanen ein Einsehen. Sie gaben nach etwa 5 Stunden ihren Protest auf und gingen ins Heim zurück.